unser erstes Tanzpaar. Hat gerade die Zeit ihres Lebens. Sie wurde bekannt mit dem Titel Big, Big World. Erinnern Sie sich noch? Ein schwedisches Mädchen äthiopischer Abstammung, die sich in der großen, weiten Welt zurechtfinden will. Mit dieser Single landete sie in vielen europäischen Ländern auf Nummer 1 und sie verkaufte ihren Song über 4 Millionen Mal. Mittlerweile ist aus dem Mädchen eine wunderschöne Frau geworden und heute Abend will sie gemeinsam mit ihrem Profitanzpartner ein bisschen Dirty Dancing Feeling hier nach Bremen bringen. Vielleicht, aber vielleicht, nur vielleicht, ist es auch nur eine Hommage an die Hauptdarstellerin von Dirty Dancing, Jennifer Grey. Denn Sie wissen schon, Baby, die hat nämlich gerade vor ein paar Tagen in den USA bei der amerikanischen Staffel von Let's Dance, die heißt übrigens Dancing with the Stars. Dort hat die nämlich haushoch gewonnen. Das Turnier komplett Pokal mit nach Hause genommen. Heute Abend freuen wir uns auf unser erstes Paar. Ich verlasse mich auf Bremen. Ladies and Gentlemen, Andreas Stölting und die Sängerin Emilia. The time of my life. Andi! Gleichzeitig möchten wir jetzt gerne auch hören, was der böse Mann da vorne zu sagen hat. Bitte schön. Ich finde es immer so schön, wenn der böse Mann hier anfangen darf. Der böse Mann ist doch immer ganz nett, Emilia, oder? Ja, ganz nett. Warum haben Sie denn nur am Ende hier so viel gelacht und so viel Spaß gehabt? Waren Sie am Anfang nervös? Warum? Weil ich hier gesessen habe? Nur wegen mir. Okay. Nein. Ja, ja, das ist schon ganz wichtig. Nein, ich fand, ganz am Ende war es okay, am Anfang war es ein bisschen hölzern. Na, das sagt er immer am Anfang. Das sagt er immer am Anfang. Ja, der Albanese kennt das, er kriegt von mir auch immer den Segen. Jetzt haben Sie das eigentlich beobachtet? Ich beobachte ja diesen Mann ja schon ziemlich lange. Die ganze Zeit hat er sich mit Uta versucht zu unterhalten. Nee, nee. Sie haben gar nicht richtig hingeguckt. Das machen Sie in der Sendung nämlich genau. Also ich schlage jetzt mal was vor. Bitte. Auch wenn die zwei noch nichts gesagt haben. Ja. Aber Emilia hat am Ende wirklich schön rhythmisch getanzt. Und ihr atmet auch am Anfang. Moment. Das ist jetzt ein bisschen Wettbewerbsverzerrung.
ihr macht die Nummer nochmal und dann von Anfang, so wie ihr es am Ende gemacht habt. Und dann sage ich nochmal was dazu. Sollen wir es nochmal sehen? Also, ich nicht nur böse, jetzt übernimmt er auch noch meinen Job. Vielleicht sollten wir mal tauschen. Vielleicht gibt es dann am Ende bessere Wertungen für alle. So, wir sehen Sie nochmal. Ja. Gott hat gesprochen und wir dürfen als Name immer alle folgen. So, bitteschön, noch einmal. Andreas Stölting und Emilia. Aber wehe, das ist jetzt nicht besser als eben. Ja, jetzt ist gut. Natürlich in der glücklichen Lage, dass er die ganze Zeit lächeln kann, weil er diese bezaubernde Frau am Arm hat. Absolut. Ich merke mir das sehr fürs Theater, ja, da kann man klatschen. Ich hätte es natürlich noch schöner gefunden, Emilia, wenn du dabei gesungen hättest, aber das machen wir dann nächstes Mal. Genau. So, Herr Lambe, jetzt! Also wenn ich singen würde, würden ja alle gehen. Aber okay. Nein, das Kleid hat ja schon die Farbe der Hoffnung, das ist ja auch beruhigend. Aber das zweite Mal war jetzt von Anfang an es deutlich besser. Es war entspannter, es war relaxter. Das Lächeln ist sowieso immer bezaubernd. Und vielleicht ein bisschen mehr mit den Hüften, noch mehr Bewegung im Körper. Aber für die kurze Zeit war es quite nice. Quite nice. Quite nice heißt auf Englisch übersetzt, ich sag's Ihnen gar nicht, was ich meine. Das wollte ich gar nicht. Wundervoll, weiß ich gar nicht. Nein, so. Also, ich würde gerne auch noch mal was dazu sagen. So, Uta, jetzt die Fachfrau, die echte hier. Emilia, ich fand euch toll. Ich fand euch richtig gut. Für die kurze Zeit war das eine ganz tolle Leistung. Und ich finde, du hast auch versucht, ein bisschen Charakter reinzubringen. Nicht nur zu lächeln, sondern auch ein bisschen zu fühlen. Und das fand ich gut. Wundervoll. Vielen Dank, Uta. Dankeschön an euch beiden. Jetzt mal die Wertungen ab. Also, wir fangen an mit Dirk Böhling. Ihre Wertung, bitte. Bedenken Sie, die 1 ist die beste. Die 3. Uta Albanese. Die 3. Und der schlecht gelaunte Herr Lambi. War ja klar. Die 4. Vielen herzlichen Dank. Nach meiner Rechnung macht das 10 Punkte. Jetzt haben wir den Applausometer. Was haben wir denn erzählt? Den müssen wir jetzt. Achso, der müssen wir ja jetzt erst sehen. Das heißt, jetzt sind Sie gefragt, meine Damen und Herren. Je lauter Sie klatschen, desto mehr Punkte kriegen Sie. Bereit? 1, 2, 3. Brille!
Punkte haben wir? 100,7 plus unsere 10. 110,7. Bitte nicht vergessen, aufschreiben. Ja, meine Regie. Wundervoll. Thank you very much. Vielen herzlichen Dank, Andreas und Emilia.